Essen oder so? Nö, du kannst morgen wieder zur Schule. Ja, so eine Art sagt man definitiv auch. Ja, die auch, ja. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Hey, hey Leute, mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Video. Peinliche Dinge, die jeder kennt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, aber ich persönlich... Mal gucken, wie viel es dabei ist, was auch auf mich zutrifft. Gerade regelmäßig in irgendwelche super peinlichen Situationen. Naja, regelmäßig würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber ich denke mal, es kommt drauf an, wie sie peinlich definiert. Das bin ich halt. Und ich bin mir irgendwie mehr als sicher, dass es vielen von euch auch so geht. Oder ich bin doch die einzige komische, wer weiß. Denn wer hat bitte schon noch nie wie ein Idiot an der Tür gezogen, obwohl dort ganz groß und deutlich auf dem Schild drücken stand? Ja, das kennt man. Oder steht ziehen und man versucht zu drücken wie blöd. Ja, das passiert mir heute noch ständig. Das ist ein True-Story-Moment. Oder kennt ihr das, wenn ihr euch bei einem Gespräch ganz kurz abgelenkt habt und danach nicht mehr wisst, was euch gerade gesagt wurde und ihr... Ja, genau. Da antworte ich einfach mit ja, ja. Manchmal kommt er zurück, hä, wie ja. Danach einfach mit dem Kopf nickt und mit ja antwortet. Mit ja, wirklich, ist echt so. Und dass euer ja zum Gespräch passen wird. Mann, ich habe in letzter Zeit so viel Schokolade gegessen. Manchmal passiert mir sogar, dass ich dreimal fragen muss, was war jetzt, und habe es dann trotzdem noch nicht verstanden. Ich fühle mich jetzt irgendwie total fett. Lina? Ja gut, so denke ich nicht unbedingt, wenn ich abwesend bin. Ja, und was meinst du? Ach so, ja, du hast völlig recht. Das ist dann natürlich ein sehr unpassender Ja-Moment. Jetzt habe ich keine beste Freundin mehr. Und um solche unangenehmen und peinlichen Situationen wird es auch in diesem Video gehen. Also okay, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Und ich fange an. Let's go. Erstens, an der Kasse. Oh ja, die alte gute Kasse. Kennt ihr das, wenn ihr nichts gekauft habt und beim Verlassen des Ladens an der Kasse vorbeilauft und voll das komische Gefühl bekommt? So, als würden dich alle anschauen und denken, dass du gerade etwas geklaut hättest. Zu dritt. Eigentlich nicht. Wenn ich nichts finde, was ich brauche, oder wenn ich in den Laden gehe und etwas nicht finde, was nicht da ist, dann gehe ich halt einfach wieder raus und fertig. Dreckiger Dieb! Deine Hände werden feucht und dein Herz fängt an wild zu klopfen. Und du weißt ganz genau... Übertreib halt komplett, Alter. ...dass du nichts geklaut hast. Hoffst aber trotzdem, dass dieses Piepding an der Ausgangstür nicht aus irgendeinem Grund einfach zu piepen anfängt. Oh, das hoffe ich jedes Mal, auch wenn ich was gekauft habe. Hoffe ich jedes Mal, auch hoffentlich fängt das Scheißding nicht an zu piepen. Alter, aber es passiert wirklich bei Rossmann öfter mal, dass wenn man in einem anderen DM was gekauft hat oder etwas bei Rewe, was die auch bei Rossmann haben, weil so ein Alarmding hat, dass dann dieses bei Rossmann beim Reingehen oder erst beim Rausgehen anfängt zu piepen. Oh, da erschreckst du dich jedes Mal weg. Fängt. Oh, das ist schrecklich. Schlimmer ist, das ist wahrscheinlich nur, wenn du an der Kasse versuchst, dein Rückgeld so schnell wie möglich in dein Portemonnaie reinzupacken und das einfach nicht schaffst. Deine Hände sagen einfach nee und aktivieren den Idiot-Hoch-2-Modus. Es ist halt irgendwie verdammt unangenehm, weil du dadurch die Zeit der Menschen wegnimmst, die hinter dir stehen und warten müssen. Wieso machen doch andere mit mir auch? Wenn ich mal überlege, wie oft da welche vorne stehen an der Kasse. Letztes war ich auch bei Netto und da stand eine an der Kasse, die hat jeden Cent einzeln angeschaut, so, Ah, hier sind 2 Cent. Ja, das sind auch 2 Cent. Ja, die kann ich hingeben. Alter, ich hätte sie bald in den Arsch getreten. Und deswegen versuchst du es noch schneller einzupacken. Verfehlst am Portemonnaie und der ganze Haufen Münzen fällt auf den Boden. Na gut, das ist mir noch nicht passiert, aber das kann mir mal vorkommen. Vielleicht hätte es jetzt nicht ja, so laut sagen sollen. Ja, danach wird dir diese Situation irgendwie egal, weil ich ja sowieso schon jeder hasst. Das war mein. Einfach nur peinlich. Zweitens, warum hat es mir keiner gesagt? Kennst du das, wenn du den ganzen Tag mit irgendetwas Komischem im Gesicht herumläufst? Ich meine nicht Hässlichkeit. Zum Beispiel Schokolade oder Ketchup oder andere komische Substanzen. Und weil alle ja so nett sind, weist dich natürlich keiner darauf hin, dass auf deiner Wange etwas Komisches klebt. Stattdessen versuchen alle so zu tun, als ob alles okay wäre. Sie geben wirklich ihr Bestes, um nicht die ganze Zeit auf dieses Stück etwas zu starren. Rasputin hat sich wahrscheinlich auch so gefühlt. Oh. Und du fängst langsam an... Da muss sogar die mal lachen. ...verstehen, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Du überprüfst davor unauffällig deinen Hosenstall. Der ist zu. Riecht's an dir selbst? Naja, nicht gerade eine Blumenwiese. Das sieht man ja auch, wenn man stinkt. Aber es geht noch. Komisch, ich bin heute auch nicht in Scheiße getreten oder sowas. Und als nächstes schaust du natürlich in den Spiegel und versuchst dich daran zu erinnern, wann du diesen Kuchen gegessen hast und zu verstehen, wie lange du schon so herumläufst. Drittens, ich beim Arzt. Und das passiert mir immer wieder, wenn ich wirklich sehr krank bin. Stellt euch vor, ich fühle mich einfach total scheiße und mein Fieber ist so hoch, dass man auf mir Pfannkuchen braten kann. Ich meine diesen Zustand, wenn auf dem Fieberthermometer anstatt Zahlen... Da sparst du wenigstens Strom, das ist ein Vorteil, Mann. ...drei Buchstaben R, I und P angezeigt werden.
Kennt, glaube ich, jeder. Und ja, ja, kenne ich auf jeden Fall. Mein Fieberthermometer zeigt sowas ständig an. Ich entscheide mich, zum Arzt zu gehen oder besser gesagt zu kriechen. Dieser schreckliche Zustand. Ich zögere das immer hinaus, wenn ich irgendwas habe, zum Arzt zu gehen. Ich sag dann immer, ja gut, ich warte mal noch bis morgen, vielleicht ist es dann weg. Und dann am nächsten Tag denke ich mir, vielleicht ist ja schon ein bisschen besser geworden. Ich weiß es nicht. Ich warte mal noch bis morgen. Und dann am nächsten Tag wieder selber. Oh, ich glaube, heute ist es ein bisschen besser. Ich warte mal noch bis morgen. Entweder ist es dann irgendwann eine Woche später und es ist wirklich weg, oder ist es schlimmer geworden und ich muss langsam zum Arzt. Zustand begleitet mich den gesamten Weg bis zur Arztpraxis und letztendlich, ja, ich habe es geschafft, mache ich die Tür auf und mir wird auf einmal irgendwie deutlich besser. Warum ist das so? Das kenne ich aber auch als Kind, Alter. Jedes Mal, wenn ich arschkrank war, dann gehe ich so zum Arzt. Also sagt meine Mutter, wir müssen zum Arzt und so. Dann sind wir zum Arzt gegangen und sind wir reingegangen. Auf einmal ging es mir blendend und ich dachte mir so, Scheiße. Wenn der Arzt mich jetzt kontrolliert und nichts findet, Junge, dann aber. Warum geht man so ungern zum Arzt? Weil man keinen Bock hat, ewig zu warten. Ja, deswegen gehe ich ungern hin. Kann mir das bitte jemand von euch erklären? Und das Dümmste daran ist, dass der Arzt dich dann überhaupt nicht ernst nimmt und denkt, dass du einfach Schule schwänzen möchtest. Ach, okay, mach schon mal den Mund auf. Okay, gut, du ja, kannst den Mund wieder... so sitze ich auch immer bei einem Arzt. Zumachen. Und wozu habe ich jetzt überhaupt meinen Mund aufgemacht? So steht das im Buch. Aber sie schauen doch nicht mal in meine Richtung. Ja, ich weiß. Wollen sie nicht wenigstens meinen Hals anschauen oder mein Fieber? Ja, so ein Arzt hat man auch, Alter. Messen oder so? Nö, du kannst morgen wieder zur Schule. Ja, so ein Arzt hat man definitiv auch. Ja, die auch. Ja, deswegen man die wechselt ab. Ja, ohne Kommentar. Viertens, diese eine Pause. Und damit meine ich diese unangenehme Pause während eines Gesprächs. Wenn man sich gegenseitig lächelnd anschaut und nicht weiß, was man sagen soll. Eine echt bescheuerte und komische Situation, in der ich mich ziemlich dumm fühle. Genauso dumm, wie wenn ich mich nach einem Telefonat mit Auf Wiedersehen verabschiede. Ja, oder wenn der Kellner dir im Restaurant guten Appetit wünscht. Ich verabschiede mich auch, aber mit Auf Wiedersehen oder, na gut, meistens einfach nur Tschüss. Aber auf Wiederhören sage ich nie. Und du ihnen auch sagst. Und dann fällt mir noch eine weitere Sache. Was ich immer lustig finde, ist, wenn du einkaufen bist und die Kassierer dir schön Feierabend wünschen, statt einfach nur zu sagen, auf Wiedersehen oder so. Das finde ich immer irgendwie sehr seltsam. Eine, die gerade sehr aktuell ist. Und zwar auf das Händeschütteln verzichten. Es ist zwar vollkommen verständlich, Pandemie, dies und das, aber trotzdem... So, wir sollen ja per Ellbogen. Wir sollen den Ellbogen reinhusten und niesen und dann uns per Ellbogen begrüßen. Perfekt, kann ich auch in der Hand niesen und mit der Hand begrüßen. Genau, selber. Fühlt es sich irgendwie komisch an, wenn nach einer Begrüßung kein Händeschütteln oder eine Umarmung kommt. Die Pandemie macht mich verrückt. Bitte tragt Masken. Bitte, keine Ahnung, achtet doch. Wir benutzen eigentlich nie Händeschütteln zum Begrüßen hier. Da geht's immer nur, was geht, Bruder? Auf die ganzen Regeln. Ich will, dass das endlich endet, Mann. Dann nach oben, wenn du auch Corona hast. Ich meine, hast, nicht hast. Fünftens, einfach nur komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ist es euch auch so unangenehm, eine Person, die euch Geld schuldet, daran zu erinnern, dass ihr euch Geld schuldet und dass ihr das Geld gerne zurück... Ja, das kenne ich nicht. ...haben möchtet. Ich weiß nicht, eigentlich ist es ja nichts Schlimmes, aber irgendwie fühlt sich das trotzdem komisch an. Ich habe danach immer so ein Schuldgefühl, als ob ich etwas falsch gemacht habe. Unter Freunden und Familie machen wir das gar nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, dass sie beim nächsten Mal beim Essen oder so bezahlen werden. Aber dann gibt es auch diese Menschen, die dich sogar bei 20 Cent ständig anrufen und dich daran erinnern, dass du ihnen Geld schuldest. Okay, das hatte ich auch noch nie. Das kenne ich auch genauso wenig. Quasi. It's crazy. Schreibt bitte in die Kommentare, ob nur ich so komisch bin oder seid ihr auch so komisch? War ganz cool. Also, ein paar waren dabei, die so dabei waren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht gefallen abonniert. Bis dann, verabschiede mich und bin damit raus.